Also wir haben jetzt natürlich sehr, sehr intensive Gespräche geführt und eben durch die zwei Stadtentwicklungsprojekte Viola Park und Verteilerkreis ist es auch nicht mit anderen Projekten, die es in Wien gibt, zu vergleichen. Also wir reißen nicht nur ein Stadion nieder und bauen ein neues Stadion auf, sondern wir haben eben auch hier andere Themen zu berücksichtigen. Das bedarf sehr intensiver Verhandlungen mit einigen Magistratsabteilungen der Stadt Wien. Wir haben uns jetzt vom Zeitplan das so gegeben, wir rechnen noch bis zu diesem Sommer für den Bereich der Generali Arena mit der Baugenehmigung. Das versetzt uns dann in die Lage, dass wir flexibel sind, dass wir jederzeit mit dem Baubeginn beginnen könnten. Es ist aber klar, dass bei einem Projekt dieser Dimension, und wir reden davon, dass das gesamte Star-Projekt mit ihren vier Teilbereichen ein Investitionsvolumen von ca. 48 Millionen Euro bedingen wird, natürlich so, dass man doch sehr intensiv die Vergabeverfahren, Ausschreibungsverfahren etc. machen kann, auch verhandeln muss. Und das wollen wir einfach in der Saison 15-16 durchziehen. Das heißt, wir spielen 15-16 unverändert mit dem Spiel- und Trainingsbetrieb hier in der Generali Arena. Im Sommer 2016, eigentlich schon im Mai, weil die Saison bedingt durch die Euro 2016 in Frankreich sehr früh endet, wollen wir aber dann alles unter Dach und Fach haben, quasi mit dem Schlusspfiff der letzten Saison mit den Bauarbeiten beginnen. Da ist aber natürlich auch eine Logistik dahinter. Wir werden mit dem Spielbetrieb der Kampfmannschaft in den Saisonen 16-17 und 17-18 ins Happelstadion ausweichen. Und wir müssen dann eben schauen, wie wir den Trainingsbetrieb, den Bürobetrieb, den Fanshopbetrieb dementsprechend unterbringen, weil es sicher auch nicht sehr lustig ist, wenn links und rechts sozusagen die großen Kräne stehen und es sehr laut ist und es sehr staubig ist und auch noch dazu eben im Viola Park und im Verteilerkreis gebaut wird, hier wirklich konzentriert arbeiten zu können. Wir führen hier also weiter intensive Gespräche, wie wir das abwickeln können. Die Zeit geben wir uns, um dann im Sommer 2018 in die neue Generali Arena, eben Punkt 1 Stadion, zurückzukehren, aber auch schon möglicherweise ab Sommer 2017 die Trainingsanlage, die hier verbleibt, sprich die Sportplätze, die wir heute hinter der Nordtribüne und dem Bürogebäude haben, die Trainingsplätze 2, 3 und 4, in neuer, moderner, adaptierter Form haben. Es schwebt uns vor, dass wir die Plätze 3 und 4 neu adaptieren, ein Kunstrasen, ein Naturrasen, möglicherweise aber auch für den Trainingsbetrieb diese mit einer Rasenheizung versehen. Und dann eben, weil wir im Viola Park, abhängig von dem Baubeginn dort, die Trainingsplätze und den Parkplatz verlieren, beginnen eben die Ersatzflächen zu schaffen. Das heißt, das kann auch durchaus noch über 2018 hinaus dauern, aber klar ist, 2018 im Sommer wollen wir mit dem Spielbetrieb hier zurückkommen. Da fährt dann schon die U-Bahn ab September 2017. Da sind dann auch im Viola Park und im Verteilerkreis entscheidende Bauschritte passiert. Da wird es eine neue Zufahrtsstraße eben auch zum Stadion geben. Das heißt, da kann man einen Spielbetrieb abwickeln. Ja, und das müssen wir halt dementsprechend berücksichtigen. Aber ich denke, diese Herausforderung stellen wir uns gerne.